Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Wer mir jetzt kapiert, das am Anfang war ein Prank und wir können jetzt weiter loslegen. Ich werde mich noch weiter irgendwie an die Steuerung gewöhnen müssen. Und unten links haben wir eine hübsche Karte. Was ist, wenn ich hier einfach absteige? Das geht. Tatsächlich. Aber hier ist eine Kiste. Die Kiste nehme ich mit. Das ist mein erstes Geld, was ich selbst verdient habe. Wenn da Geld drin ist. Was habe ich jetzt bekommen? Hä? Hat das irgendjemand gesehen? Ich weiß es wirklich nicht. Was sind das für Pfeile? Ach, hier kann ich mich verstecken. Ah. Okay. Gehen wir erstmal zu dem Kollegen hier. Die Generalstände. Spiel. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier. Wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Okay, ich striegel die Pferde. Bitte scheiß mir nicht hier auf meinen Schuh. Ne, wirklich saubere Kutsche, muss man schon sagen. Hätte mich mal lieber die Kutsche putzen lassen sollen. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Okay, die Kutsche ist sehr langsam. Monsieur de la Serre, halt! Ein Aufzug, was? Wo, ach. Muss wohl außen rum gehen. Macht Platz, macht Platz! Oh, ist das ein Aufzug? Yay! Das war ein Aufzug. Macht langsam! Okay, ich verstehe das mit dem Aufwärts und Abwärts nicht. Weil ich glaube, das hat nur was mit Klettern zu tun. Okay, okay, das, aber das ist Parkourlauf. Ich habe keine Ahnung. Was, wenn ich hier B drücke? Sprich trotzdem rüber. Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Was? Wie sinnfrei war das denn? Pelops. So, das kriegen wir schon nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen langsamer als in den anderen Teilen, habe ich so das Gefühl. Das ist aber nur so ein Gefühl. Keine Ahnung. Komm mir so langsam vor. Kann mich auch täuschen. Monsieur de la Serre. Miss Excuse. Falsche Kutsche. Der hatte zwei verschiedene Augenfarben. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weiß nur nicht mehr, wie die Typen hießen. Das Orakel oder so ein Kram, ne? Ich glaube, Orakel hießen die. Er war das Orakel. Der Auserwählte. Wir werden ihn wiedersehen. Okay, wir gehen erstmal auf den Kirchturm, um ein bisschen Ausschau zu halten, nehme ich mal an. Das kriegen wir doch hin. Hochklettern, ah, okay. Das ist easy. Das kenne ich schon von anderen Teilen wenigstens. Wenigstens etwas. So, und ich nehme an, da springen wir gleich runter, okay. Weg da! Was soll denn der Scheiß? Oh, ich kann überall raufklettern. Interessant. Naja, nicht überall, aber sehr auffällig. Ich brauchte gerade keine Punkte, wo ich mich festhalten musste. Sieht so klein aus, wie so eine kleine süße Spielzeugstadt. Die Generalstände. 5. Mai 1789. Ah, da geht's ab. Okay.
Das ist Move. Immerhin etwas, was mir gefällt. Adlerauge, drücke Y, um das Adlerauge einzusetzen. Okay. Du kommst hier nicht rein, Junge. Ich mogel mich hier einfach durch, was ist denn los? Natürlich komme ich rein. Was zum Teufel? Hinten anstellen. Er verbricht voll der Kopf aus. Hinten anstellen. Oh, nicht schlecht, okay. Keine Diskussion, weg hier. Schleichen wir uns hier einfach mal durch. Dann muss ich irgendwo da hinten befinden, oder? Oder? Muss ich hier entlang? Wo soll ich denn hin? Soll ich da einfach rein? Hochklettern? Oh, da ist eine Tür. Tschüss, Idiot. Okay. Wir sind schon mal drin, das ist gut. Ich habe keine Ahnung, wonach wir suchen. Wahrscheinlich nach dem Typen. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Sagen wir es so. Ach, das sind... Federn. Ah. Ich dachte schon, was haben die da für ein Symbol über dem Kopf? Sollte ich da hochgehen oder wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Da hinten ist ein Schrank zum Verstecken. Bevor wir irgendwelche Feinde treffen. Aha, die Truhe. Mal gucken, vielleicht entdecke ich jetzt, was wir hier drinnen finden. Ah, 100, okay. 100 Geld. Ich sage extra Geld, weil ich die Währung nicht kenne. Franc wahrscheinlich, Franc. 100 Franc. Und hier ist noch eine Truhe. Jetzt sagt plus da unten. Soll ich's wagen? Guck grad hin, ne? Wir müssen kurz warten, bis er wegguckt. Oder über mir. Ne, über mir kann's nicht sein. Es muss unter mir sein. Okay, er guckt weg. Weit! Ein oder ein Frau, das hat sich gelohnt. Wo ist die Wache? Da ist die Wache, okay. So, was ist dieses Symbol da? Dieses Ding ins Kirchens. Das Symbol. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ein Abzeichen. Sieht aus wie ein Abzeichen. Kann ich das irgendwie einsammeln oder ist das eine Mission oder was zum Teufel ist das? Okay, das kriege ich nicht. Das muss auf der anderen Seite sein. Da unten irgendwo. Na gut. Kommen wir gerade nicht hin. Scheiß drauf. Wir müssen sowieso durch die Tür. Okay, ich vermute mal, wir müssen auf Wachen aufpassen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Hier ist aber wieder eine Truhe. Viel Zeit ist ins Land gegangen. Seit der letzten Versammlung der Generation. Ich kann da nicht runter, verdammt. Da ist eine Wache hinterm Vorhang. Habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis. Okay, die Wache wird hundertprozentig den Typen töten. Das kann ich jetzt schon sagen. Wo zum Teufel sind Sie?
weiß nicht, ich will erstmal nur die Truhe haben. Jetzt macht doch mal Platz hier, was ist denn los mit euch? Sucht euch ein Hobby. Noch unerträglicher. Endlich. Nicht die beiden schon wieder. Die müssen mir gefolgt sein. Übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es. Mein Ziel ist da, aber da hinten ist eine Truhe. Ich will nur die Truhe. Lass mich bitte durch. Ach, warte, ich kann da nicht mal lang. Ich dreh durch. Mädels, aus dem Weg. Ich muss auch aufpassen auf diese komischen Wachen, die hier überall rumlaufen. Oh, ich komme da auch nicht durch. Ah, lass mich doch durch, ihr Penner. So. Da dreht man ja durch, ey. Okay, ich sehe da hinten keine Truhe. Was soll's? Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Na gut, kämpfen wir mal ein bisschen, ne? Du hast sowieso keine Chance. Ich bin Assassin's Creed Meister! Ich bin Meister in Assassin's Creed! Hier, ich pick's dir ins Auge! Ruhig, mein Großer! Du hast doch gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe. Oh, okay. Okay, der macht schwere Hiebe. Schwere Hiebe nicht parieren. Nicht cool. Okay, jetzt sind sie zu zweit. Uns beide auf einmal schafft er nicht. So. Alle Nebenaufgaben gelöst. Und jetzt kannst du kaputt gehen. Los. Nicht gerade dein Tag, oder Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche, halt! Was machst du da? Weglaufen! Aber die Nachricht. Wachen in Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren Sichtfeld attackieren oder töten, werden sie sie angreifen. Wer wird denn kommen? Na dann, haut rein. So, da ist wieder so ein Abzeichen. Was ist das? Was? Hey, sie schießt auf mich! Seid ihr verrückt oder was? Holy shit. Okay, sie sehen mich nicht mehr. Perfekt. Das heißt, rein theoretisch kann ich mich doch irgendwo verstecken. Ich bin einer von euch. Hallo Jungs. Dann komme ich nicht wieder rein. Dann werde ich zu Hause auf sie warten müssen. Erinnerung abgeschlossen. Na gut, ich hatte vielleicht doch nicht recht mit, dass er getötet wird. RT halten, um zu sprinten und automatisch zu springen. Danke für diesen Tipp, den kannte ich noch nicht. RT plus A halten, um höher und weiter zu springen. Vielen Dank für den Tipp, den kannte ich auch noch nicht. RT und B halten für einen kontrollierten Abstieg. Das ist neu. Halbwegs. Es gab es schon vorher, aber nicht so kontrolliert, wie es jetzt ist. Na gut, dann laufen wir mal zurück. Das sieht hier ehrlich gesagt ziemlich kalt aus. Ich meine, wir sind in Europa, Paris. Na gut, nicht Paris, aber ihr wisst schon. Italien. Und wir sind doch in Italien, ne? Ne, in Frankreich. Frankreich, sorry. Nicht Italien. Italien war
Wie hieß der doch gleich? Mein Lieblingsassassine. Ihr wisst, wen ich meine. Wir sind auf jeden Fall in Frankreich. Ich weiß nicht wieso, aber ich bringe Frankreich und Italien irgendwie durcheinander. Aber Frankreich ist Europa und Europa bedeutet kalt. Sorry, shit. Ich hab nichts gemacht. Oh, ich bin schon wieder hier. Ich wurde schon mal verfolgt. Der Sichtkontakt ist unterbrochen. So, ich sehe da noch eine Truhe. Sag mal, wie weit muss. Kann ich nicht einfach schnell reisen? Das ist eine gute Frage. Schnell reisen. Ich suche erstmal nach der Truhe und dann können wir schnell reisen. Truhe? Oder wir holen uns erstmal das da oben. Oder gehen hier rein. Oder wir holen uns das da oben. Ich denke mal, dadurch schalten wir auf jeden Fall schnell reisen frei. Ich finde es übrigens schick, dass mein Name hier verwendet wird. Sehr romantisch. Ich bin Teil der Geschichte. Ah, ich habe was im Auge. Ah, das war die Rache Gottes. Er meinte, nein, Zero. Das ist nicht vom Spiel aus her so gedacht. Das ist einfach nur der Name von Xbox. So. Na komm, das kleine Stück kriegst du auch noch hin. So, geschafft. Das habe ich so ein bisschen vermisst, so Kirchen besteigen und so. Das ist voll die kleine süße Stadt. Das gefällt mir. Ich meine, sie kommt einem riesig vor, aber es ist sie nicht. Das ist voll klein. Neue Schnellreisen freigeschaltet. Können wir denn... Ach, die kleine winzige Stadt. Was ist das? Kokade. Was auch immer Kokade ist. Nomadtruhe, ja. Was ist das? Ach, ein Schnellreise. Ah, es gibt Sinn. Schnellreisepunkt. Gibt es auch einen Schnellreisepunkt? Nomadpunkt. Nö. Was ist ein Nomadpunkt? Ich habe keine Ahnung, aber dieses 3D gefällt mir. Das ist neu. Wir haben eine 3D-Karte endlich mal entwickelt. Ja, cool. Ich freue mich schon, hier alles einzusammeln. Werde ich wahrscheinlich zwischendurch mal machen. Und wir springen jetzt hier runter. Weil ich geisteskrank bin. Woo! Das hörte sich schmerzhaft an. Autsch. Ich denke jedes Mal, da ist eine Taube auf dem Kopf. Guckt euch an, das sieht auch so aus, als hätte er eine Taube auf dem Kopf. Der hat ja nicht mal eine Mütze. Die Federn sind einfach auf seinem Kopf. Wie krank ist denn das? Naja. Ich habe schon gehört, dass Unity Probleme beim Release hatte. Mit einigen Bugs, was auch beim Nachfolger nochmal so sein wird. Also, wir lassen uns mal überraschen. Die Haute Volée. Keine Ahnung. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Ja, gut, wir warten hier. Da ist aber noch die Truhe, die ich haben möchte. Aus dem Weg! Ist das Ding da oben? Oder hier drin? Glitzer, Glitzer! Ich höre es glitzern. Ich höre es glitzern, ist auch nicht schlecht, ne? So. Glitzer, Glitzer abgeschlossen. 3 von 20. Und jetzt?
Keine Ahnung, wir könnten gucken, was dieses komische Abzeichen zu bedeuten hat. Ich gehe lieber erst, wenn der Brief abgegeben ist. Ja, gut. Brief abgeben. Wer oder was ist mein Ziel? Wahrscheinlich oben und ich bin runtergesprungen, ich Depp. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Okay, was? Elise mochte solche Festlichkeiten noch nie. Sie wird bald heimkommen. Was hat das mit dieser Uhr zu tun? Seltsam. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Okay. Wir sind also schick eingekleidet. Und somit geht es wieder hinein. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Thelem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Ja. Gut, wir schleichen uns mal wieder rein. Warum auch nicht? Und ich muss durchs Fenster. Zum Büro von Hast du dich gesehen? Wachen werden in Blau angezeigt. Ich sehe dich. Ist ja easy, ist noch nicht mal eine Wache in der Nähe. Aber ist ein bisschen auffällig, da hochkletter, oder auch nicht? Alle werden nur aufs Feuerwerk achten. Geh doch nicht auf mich. Was? Skype ist jetzt aktiv. Wir sind als Zero One Up angemeldet. Danke. Danke. Oh, die Wachen gucken. Ist mir egal. Kletter hier hoch. Ich sagte, ich kletter hier hoch. Dankeschön. Infiltration abgeschlossen. Hier ist wieder so eine Uhr. Aber diesmal hat sie nichts zu bedeuten. Oh Gott. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für de la Serres Tochter. Die Farbe der Minikarte zeigt den Status ihrer Gegner. Gelb, wenn sie misstrauisch sind. Rot, wenn sie sich im offenen Konflikt befinden. Na gut. Gibt es alternative Wege oder muss ich hier durch? Wir gucken beide gerade nicht hin. Lautlos bewegen, LT. Das ist cool. Endlich mal das erste Mal, dass es ein Assassin's Creed Schleichen gibt. Es ist unglaublich, dass es das bisher noch nicht gab. Versteck betreten. Wie ich sie töten kann? Ich kann ihn nicht niederschlagen, es geht einfach nicht. Okay, schleichen wir uns weg. Noch sind sie keine Feinde. Noch habe ich keinen Grund, sie umzubringen oder niederzuschlagen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Shit!
Links ziehen, okay. Weiß nicht, aber guck doch gerade in die Ecke. Adieu, mein Freund. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Stimmt, aber ich schwöre, in der Perücke war ein Vogelkäfig. Da flogen Kleine. Hör auf zu gucken. Du musst da durch. Dann wende ich mal eine spannende Mechanik hier in diesem Spiel. Ja, Feuerwerk hübsch schon so. Guck weg. Danke. Und jetzt? Okay, höher geht's nicht. Yay, yay, yay. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah, ich sehe da ein offenes Fenster. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Komm her! Was hat das zu bedeuten? Wieso sind die Gold? Hä? Ich check's nicht. Die Uhr war Gold, die waren Gold. Die sind Gold. Hallo. Du Mutter Kapuze, du siehst auffällig aus. Bist du ein Templer oder so? Gut, die Türen gehen nicht auf. Elise finden. Ja, aber... Was zum... Wo, welche Farbe hat sie denn? Bist du Elise? Hey! Elise! Oh, ich muss die Folge beenden. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir finden morgen Elise. Ich wollte die Folge schon beenden, bevor wir reingehen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero Shoes.